Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Ja, wie das hier aussieht. Sehen Sie da, ist das ein Kran? Nee, das ist ein Lüftungsschacht da, der da rüberhängt. Krass. Wir gehen mal weiter zum Fragezeichen. Ja, haben Sie ja schon markiert. Ja. Ach, hier ist der Lüftungsschacht. Das ist witzig. Das sieht hier aus, ne? Übertragung empfangen. Hier war ich oben, oder? Hier war ich. Kann das sein, Herr Ochsen? Ja, kann auch sein, ja. Irgendwie das Gefühl, dass wir... Wollen Sie noch ein bisschen Orangensaft haben? Nee, danke, der ist nicht, der ist aus. Sie wollen ihn also nicht haben? Nein, den nicht. Möchten Sie mit dem Dreirad trampeln? Nein, eigentlich nicht. Aus, Stellen Sie sich das jetzt mal sauber vor, dann können Sie hier schön spazieren gehen, so sonntags und so. Meine Güte, was eine Umgebung hier. Sind wir jetzt hier richtig? Doch. Oder sind, nee, Sie sind richtig. Ne? Kriegst du doch nie wieder fertig hier. Wer soll das denn alles sauber machen? Hm. Gute Frage, nächste Frage. Ist das denn hier richtig, wo Sie ja. Gehen? Weil ich glaube, wir gehen jetzt in die Basis. Kann das sein? Hier geht's rein. Mhm. Propagandasendung ist das Fragezeichen. Wollen Sie die machen? Dann müssen Sie immer wieder den Schalter umlegen. Ja, schaffen, kriegen wir doch hin, oder? Ja, kriegen wir hin, auf jeden Fall. Wir sind ja ein duftes Team, ne? Wir gehen mal eben kurz nach oben, damit wir die von hier oben wegmachen können. Mhm. Droni? Droni? Vergessen Sie nicht, dass diese Stadt Droni macht das erstmal, ich schieße erstmal nicht. Mal nicht mal um den, ich mach mal die Konsole da. Ja. Ach so, da hinten, ne, wenn sie Langeweile haben, ne? Wenn sie ja. Umdrehen, da ganz hinten, ne? Da ist noch ein tragbares elektronisches Gerät. Hören Sie mit so? Hinter Ihnen? Hinter Ihnen, ja. Ja, da hinten. Hier? Da hinten. Ach da, ja. Haben Sie das schon? Nee, hab ich noch nicht. Mach ich jetzt. Woher wussten Sie das? Gesehen habe. Ja, mal gute Augen. Ja, sicher. So, Sie halten mir mal den Rücken frei. Ja, ich halte ihn was frei, aber... Kümmere mich mal eben um die Konsole hier. Ja. Komm mal wieder rauf. Ja. Kommen Sie schon. Ich sehe nie einen Sieg halt. Da! Da ist der Zugangsschlüssel. Den müssen wir holen. Ja. Aber vorher müssen wir das da so. Soll ich den? Ah, okay. Guck mal den Schlüssel, ne? Ja, bitte. Meine Güte, der quatscht da die ganze Zeit. Können wir das vielleicht mal unterbinden, ey? Hab den Schlüssel? Ja, stecken Sie mal in das Ding da rein. Vorgang fortgesetzt. Jetzt werden wohl die nächsten kommen von der Richtung. Jawohl, da sind sie schon. Na, wo sind sie denn? Da sind sie doch. Du gehst genau dahin, wo ich hin wollte. Nein, das ist umgekehrt. Weil ich war ja zuerst da. Ich muss sagen, ach, ich glaube, ich gehe genau dahin, wo die Miri hingeht. Miri hat gerade gebuffert wie ein Tier. Gebuffert hat sie. Aber auch nicht. Buffy Duck. Das ist wohl ein Resident Oh, Buffy Duck. Buffy
So. Ich gehe da nochmal hin. Ja. In einer muss ich dir betonen. Da liegt so viel. Da kann man so viel einsammeln, hören Sie mal. Ja, dann machen wir aber gleich, hören Sie mal. Oh, mein Geschütz ist kaputt. Dann mache ich mal ein neues. Oh, brauche ich gar nicht. Das war's. Okay. Okay. Dann kommen Sie mal. Ja. Zum Einsammeln. Sehr schön. Endlich ist Ruhe im Karton. Ey. Mann, dieser Eumelbums, der die ganze Zeit da gelabert hat, ne? Boah. Hab schon gedacht, kann der Herr Hawks nicht den Jungle. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hab das schon wieder vergessen. Wir haben nur das Fragezeichen gemacht. Das war ja das Fragezeichen. Ja, genau. SAD? Nee, dann haben wir das schon. Wir können, Kontrollpunkt. Wir können einmal zum Safehouse. Wir können einmal den Kontrollpunkt noch machen. Ja, können wir auch machen. Dann machen wir dann auch. Auf dem Weg zum Safehouse, dann machen wir Kontrollpunkt noch. Okay. Und dann ist halt nämlich auch verschwunden. Dann kommen Sie mal. Erstmal. Es kommt ja immer wieder. Gucken Sie mal, den ich hier meine. Was sind das denn, die Cleaners? Ach, das sind alles die Feueräume. Ja, ja, die Cleaners sind die. Das sind die Guten eigentlich. Die kann man so schön. Auf dem Arsch. Dann fackeln die ab. Auf dem Arsch. Kennen Sie? Hm. Was ist das? Von Cleaners. Kontrolliertes Gebiet. Ach, guck mal, oben sind sie, ne? Das sind hier alles Cleaners, ne? Ja, und die machen wir jetzt auch weg. Ich komme mal zu ihnen da hochgelaufen, glaube ich. Ich rufe mal Alliierte. Moment, ja, Moment. Ich komme jetzt. Aber Verstärkung unterwegs. Und geschützt. Da sind noch welche. Also überall welche, ne? Hinter uns! Ja, ich sehe gerade. Wo ist denn der schwer gepanzerte? Sollten sie vielleicht als erstes. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, Verwundung. Aua, aua, aua. Ach, ich bin am Boden. Ich komm mal zu ihnen gekrabbelt. Bleiben sie da, bleiben sie da, bleiben sie da. Wie viel Zeit ist? Sei denn, die geben mir jetzt einen Gnadenschuss. Der ja schwer gepanzer. Ach nee, da kommen unsere Jungs von hinten. Sehr schön. Vielleicht heilt der mich auch, aber sie sind schneller. Da kommen unsere Jungs, jawohl. Jetzt kriegen wir Unterstützung, Freunde. Dankeschön übrigens. Ja, ja, gerne. Ja, den Dienst müssen wir uns holen. Ja, in der Fresse von allen Seiten. So. Jetzt sind wir erstmal gesichert. Zusätzliche Feindkontakte. Da kommen noch mehr. Reingehen. Ja, ich weiß. Müssen wir da rein. Kommen Sie. Wir können jetzt die Seiten wechseln. Weil es ist jetzt unser. Hier, verstehen Sie? So. Hier sind wir schön geschützt. Dann lass sie mal kommen. Da kommen sie. Ja, hol ihn. Ah, hol ihn mir mal. Alter, wo kommst du denn her? Was ist das denn da? Gangbang oder was? Da kommt er. Wo ist er, der Dicke? Der lässt gar nicht was fallen. Kommt er von links und dann links. Wo
oder kommt er von rechts? Da, von rechts kommt er. Ist schon dran. Und da ist noch einer mit da. Dingensbums. Oh, 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 oh. Komm mal zu ihnen. Ja, die haben wir auch. Ein Diener ist ein Diener und da bleibt er hoch. Rabum! Krawel, Krawel! Krawel, Krawel! Ah, jetzt versuchen wir es von der Seite. Na, sowas. Jawoll! Super gemacht, der Ochs. Eingenommen. Super gemacht. Jetzt sammeln wir mal ein bisschen ein hier. So sieht's aus. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, den machen wir gleich, den Nachschubraum. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal ein bisschen sammeln. Das war eine super Arbeit, muss ich wirklich sagen. Kabel. Oh, der benötigt hier wieder Sachen. Danke, warten Sie mal, ich gebe ihm mal eben was. Ich wünschte, Sie wären immer da. Kabel. Danke, Agent. Ich wünschte, Sie wären immer da. Danke. Ja, wir sind ja fast immer da, ne? Aber also viel abgeschmissen haben die ja nicht gerade. Aber eine neue Mod für meinen Ormelbums. So, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Wir müssen jetzt Offizier. Da oben. Bei uns da oben soll der. Kommen Sie mal mit. Ja, warten Sie, ich muss mal hier spenden. Ja, bleiben Sie weg, ich mach das schon. Obwohl, ein bisschen kann die noch gebrauchen, glaube ich. Hä? Seid ihr eigentlich alle blöd oder was? Ich will da oben rein! Können Sie hier vielleicht einmal spenden? Ja. Hier bei ihm? Ich brauche noch ein paar Sachen. Ja. Ich habe alles gegeben jetzt. Okay. So, dann müssen wir einmal gucken, wo diese Vorratsraum ist. Hm. Nicht so einfach zu finden, dieser Vorratsraum, weil da müssen wir da wohl hoch. Okay, dann gehen wir mal. Was soll ich denn alles spinnen? Und hat die einen Knall oder was? So, dann gehen wir mal. Hier waren wir doch schon, oder? Ganz am Anfang, ne? City bist du jetzt da oben raufgekommen, du Pfeife? Ja, ich kann das. Ich bin eine dufte Dame. Sehen Sie? Ja, schon gut. Mit Köpfchen, verstehen Sie? Mit Köpfchen, Herr Hoxton. Die Menge dreht durch. Ja, ich drehe gleich auch durch hier. Hier liegen überall Tote. Oh. So, hier ist der Vorratsraum. Hier waren wir schon. Hier waren wir ganz am Anfang, ne? Da sind wir da schon mal hochgehüpft. Hier ist schon mal die OP-Lampe, Herr Ochsen. Gehen Sie mal in die OP-Lampe. Ich guck mal nach. Simsalabim. Oh. Sie haben sicher schon von den Cleaners gehört. Oh. Sie haben als militante Gruppe der Stadtreinigung und Ersthelfern angefangen und sind davon besessen, das grüne Gift auszulöschen. Wir dachten, wir hätten sie in Midtown besiegt, aber wie ein Virus sind die Überlebenden stärker als je zuvor. Unterschätzen Sie sie nicht. Nein, auf keinen Fall. Niemals. So, Freunde. Wir gucken mal auf die Karte. Mann, das geht ja hier blitzschnell, schnell, ey. Haben wir den Kontrollpunkt auch, können jetzt schnell hin und her switchen. Ja, können wir jetzt. Könnten wir jetzt, aber der wird ja sowieso, jedes Mal wird er ja. Also wir könnten jetzt hier zu dem Tunneleingang oder wir könnten zu dem anderen Tunneleingang. Aber eigentlich müssten wir, warte mal, ne, da kommen wir nicht hin. Ne? Also ich würde mal vorschlagen, wir eiern mal eben ganz schnell zum Safehouse. Ich möchte sehr gerne was verkaufen. Erstmal das und zweitens, aber erstmal muss ich mal gucken, was ich überhaupt gekriegt habe. Ja gut. Ja. Dann gucken Sie mal nach. Sonst hätte ich gesagt, wären wir zum Haupteinsatz und hätten mal die Fragezeichen da hinten freigemacht, wo denn noch das nächste SAD-Ding ist. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass ich meistens nur Scharfschützen-Scheiße kriege. Damit nicht allzu viel anfangen kann. Das stimmt wohl. Das ist echt ein bisschen doof gerade. Aber, was soll ich sagen, ne? Wir haben auch noch nicht Befreiung des Civic Centers. In den neuen Projekten ist das noch nicht frei.
Das müssten wir noch machen. Dann bräuchten wir noch die SAD-Behälter, die zwei Stück, die uns fehlen. Dann haben wir beim Zielprojekt Befreiung des Civic Centers das auch frei. Das Anfertigungsprojekt für das Zyklon-Magazin, da bräuchten wir Verschlussgehäuse-Komponenten. Dann könnten wir das auch machen. Ja, ich schaue noch mal eben kurz was nach. Warten Sie mal, Verschlussgehäuse-Komponenten, die, wie kriegt man die nochmal? Die waren doch, wenn ich eine Waffe zerlege. Waffe? War das das? Ich guck mal eben, warten Sie mal. Also die Drohne ist schon geil. Also die gefällt nimmt dann schon ziemlich viel Arbeit ab. Ja, ich merke das schon. M7 Tactical, ich mach die mal. Da brauchst du nicht allzu viel machen, weil das macht die dann von alleine. Aha. Also wenn sie eine Waffe zerlegen, kriegen sie Verschlussurmels. Ja, hört sich komisch an, wenn sie das sagen. Verschluss. Ja, die brauchen wir aber, weil wir... Hat das auch mit dem Darmverschluss zu tun, wenn man den mal hat? Nee, damit weniger. Also das hat nichts damit zu tun? Nein, das sind nicht die Verschlussgehäuse-Komponenten, ah, okay, das auf keinen Fall. Das ist das, was ich wissen wollte. Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal eben schnell... Safehouse oder was, oder wie? Oder wo wollten sie ziehen? Ich guck noch mal eben. Weil ich finde auch kein anderes SAD oder so, wo sie von sie gesprochen haben. Nee, da sind aber noch Fragezeichen. Da versteckt sich ja, dann würde ich doch mal sagen, dann Safehouse. Machen wir direkt ein Safehouse. Ja, ich gehe schon hin. Eben schnell. Und dann rutschen wir von da aus weiter. Und rennen mal eben zu den Fragezeichen. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal verkaufen, weil ich schleppe so viele Klamotten mit mir rum, die ich nicht gebrauchen kann. Ja, und ich gucke noch mal eben auf der Karte, weil da war oben noch bei den ganzen Projekten. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo wir das mit dem verkaufen. Das war noch hier irgendwo, ne? Ah, ich habe das Anfertigungsding und fertig. Das heißt, hier, Verkäufer. Kann mal eben zu den Projekten switchen. Wo muss ich denn da hin? Wo ist denn Mr. Project? Wo ist denn hier Mr. Verkäufer? Ah, ich könnte die Kiste mit den SAD-Dingern hier schon verkaufen. Ich verkaufe jetzt das. Leute, ihr werdet mich alle für doof halten jetzt, ne? Aber ich verkloppe auch die Klamotten Stufe 33. Okay. Hau einfach alles weg. Auch die Scheiße. Sagen Sie mal, wo der Projektmanager ist. Nein, ich verkaufe jetzt ja. Ich will alles weg haben. Ich will mein Inventar frei haben. Weil wir sammeln so viele Rotze ein. Ja. Also ich könnte die Kiste schon aufmachen, aber ich mache sie noch nicht auf, weil ich glaube, das gibt sonst ein Bäckchen. Aber wo ist denn der Vendor? Der war doch auch hier. Ich konnte doch hier auch... Ihr merkt, ich gucke auch gar nicht hin. Ich verkaufe nur. Ich gucke gar nicht hin. Verkauf alles. Dann ist es weg. So, fertig. Ich habe alles verkauft. Keine Ahnung, was los ist. Hat er irgendwas für mich, was ich kaufen kann, was vernünftig ist? Wir schauen einmal nach. Du kannst ja nichts kaufen. Du kannst nur verkaufen. Genau. So sieht's aus. Also, arschgeleckt. Was? Ja. Arschgeleckt. Ganz einfach. Was machen Sie denn da? Boah, immer? Auf der Karte. Ja, Moment. Das ist so schnell bin ich noch nicht. Herr und ich möchte jetzt zum Fragezeichen von zum ersten. Wir sind jetzt am Driften. Wieder driften? Ja, sie sind jetzt hier richtig energiebeladen. So. Ich verkaufe jetzt auch erstmal, wenn sie nichts dagegen haben. Wo war der Typ? Hier. Ah, oh, Katzi. Am Schrank da. Ja, der Schrankdienst. Okay. Der Schrank. Ja, ich verkaufe das auch mal, ohne zu gucken. Alles weg, alles weg. Man braucht die Scheiße nicht. Das ist unnütz. Okay, die behalte ich noch. Die halte ich noch fest, weil ich glaube, die ist stärker wie die andere. Die nehme ich mal eben. Ja, die ist stärker. Ich mache hier mal eben eine Favoritenmarkierung drauf. Da mache ich auch mal eben eine Favoritenmarkierung und wähle die mal eben aus für alle Fälle. So. Und dann gehen wir raus. Ja, ich markiere jetzt das Fragezeichen. Das erste, meinen Sie? Ja. Da latschen wir dann eben hin und wenn wir draußen sind, machen wir eine kurze Pause. Wir können auch eine Schnellreise zum Haupteinsatz machen und von da aus dann hin. Dann sparen wir uns zwei Meter. Ja. Wir haben das schon erledigt. Hm? Gut. Dann sind wir erst schon am Fragezeichen. Muss immer den kürzesten Weg berechnen und dann sehen wir ja, ob das jetzt ein SAD ist oder was. Das ist ein Klugscheißer, ey. Das ist so ein Klugscheißer geworden, ne? Von wem reden Sie denn? Ach, von ihr, von weiß ich auch nicht. Also, wirklich, ey. Sammeln. Er hat da immer Freunde, ne?
Also kriegt er immer SMS von irgendwelchen Freunden, aber er verrät nicht, wen er meint. Ja, ja. Ich verstehe. So. Hey, Olga! Fragets. Das Fragezeichen, meinten sie. Was? Ich bin gerade auf der Karte. Was denn? Ja. Haben sie dir jetzt den Weg gesetzt? Achso, nee, hier wollen wir gar nicht rein. Hier ist ja der Haupteinsatz, da müssen wir ja gar nicht rein. So. Wo ist denn jetzt ihr Fragezeichen? Oh, da laufen wir jetzt hin. Hier vorne ist noch eins. Kommen sie! Vorne. Jetzt haben sie das zweite angeklickt. Hier vorne war aber auch eins. Ich habe zwei angeklickt. Ich habe nur eins angeklickt. Ja, schon klar, aber... Ach, guck mal, der hat schon wieder gelootet hier. Während ich da... Hat er hier schon gejubbelt. Kommen sie jetzt oder was ist los mit ihnen? Ja, ich brauche ein bisschen Moni. Aber wie wir da hinten ankommen, wenn wir kurz vor Fragezeichen sind, dann melden wir uns wieder. Also Leute, macht's gut, bis dann. Tschüss! Ciao!